Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich Ihnen die wichtigsten Infos und Tipps rund um die richtige Pflege Ihres Akkus geben. Ich möchte vorab darauf hinweisen, dass Akkus im Nachkauf generell sehr teuer sind und Sie sich diese Tipps deshalb zu Herzen nehmen sollten. Unsere Akkus haben generell eine Garantie von insgesamt 6 Monaten. Wir bieten 2 verschiedene Akkusysteme an. Das ist einmal der Bleigel-Akku und einmal der Lithium-Akku. Die beiden Akkusysteme habe ich in einem anderen Video auch schon gegenübergestellt. Das verlinke ich natürlich gerne unten in der Infobox. Jetzt möchte ich einmal mit den generellen wichtigen Punkten rund um die richtige Pflege der beiden Akkusysteme anfangen. Im Anschluss gehe ich dann auch noch einmal auf individuelle Tipps zu den einzelnen Akkus ein, die sich dann speziell auf die einzelnen Systeme beziehen. Nachdem Sie Ihren E-Roller von uns erhalten haben, würde ich Sie zuallererst einmal direkt bitten, dass Sie Ihr Fahrzeug aufladen. Der Akku wird zwar bei der Anlieferung eine gewisse Akkukapazität haben, dennoch ist es empfehlenswert, dass der Akku direkt einmal vollgeladen wird. Generell haben beide Akkus keinen Memory-Effekt, das heißt, dass Sie Ihren Akku ruhig immer mal wieder zwischenladen können, ohne dass dadurch eben ein Kapazitätsverlust entsteht. Ich würde diese Zwischenladung sogar empfehlen, da Sie dadurch dann eben eine Tiefenentladung vermeiden. Und Tiefenentladungen sind bei Akkus generell nun mal sehr schädlich. Da gehe ich auch direkt mal auf die Winterzeit ein, wo Sie Ihr Fahrzeug vielleicht nicht so oft benutzen. Und zwar ist es da ganz wichtig, dass Sie bei längerer Nichtbenutzung Ihren Akku trotzdem laden. Also Sie müssten da wirklich dann mal bei längerer Pause den Akku laden, eben um diese Tiefenentladung zu vermeiden. Wie oft und wie häufig das gemacht werden sollte, da werde ich gleich nochmal näher drauf eingehen, da das bei den beiden Akkusystemen doch ein kleiner Unterschied ist. Ich gehe jetzt direkt einmal auf ein paar Basics und Sicherheitshinweise ein rund um das Ladegerät. Das Ladegerät darf selbstverständlich nur für Ihr E-Fahrzeug benutzt werden. Dadurch, dass wir eben auch 2 verschiedene Akkusysteme anbieten, ist es sehr wichtig, dass Sie darauf achten, dass Sie das mitgelieferte Ladegerät auch nur für Ihren E-Roller benutzen. Das Ladegerät soll nicht in Feuchträumen verwendet werden, sondern in Räumen, die gut klimatisiert und trocken sind. Generell ist sowohl der Akku als auch das Ladegerät vor Wasser zu schützen. Die Stecker von dem Ladegerät und die Kontakte vom Akku sind auf jeden Fall auch staubfrei zu halten. Und ganz wichtig ist, dass Sie Ihr Ladegerät während dem Ladevorgang nicht abdecken. Also nicht was drüberlegen, das wäre sehr gefährlich. Bitte nicht abdecken und auch das Ladegerät nicht während dem Ladevorgang auf Ihr Fahrzeug legen, auf die Sitzfläche beispielsweise. Auch das wäre fatal und ist daher zu vermeiden. Zudem würde ich Sie bitten, darauf zu achten, dass Ihr Ladegerät auch einwandfrei ist. Sollten Sie da Beschädigungen dran feststellen oder extreme Hitze, Qualm, Veränderungen in Form und Farbe, dann auf keinen Fall verwenden und uns im Notfall auch immer kontaktieren. Der Akku sollte nicht bei einer Temperatur von über 40 Grad und unter 0 Grad geladen werden. Zudem würde ich Sie bitten, dass Sie, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, das Ladegerät vom Fahrzeug oder vom Akku entfernen. Das sollte nämlich nach dem Ladevorgang nicht einfach stecken bleiben, sondern bitte gehen Sie sicher, dass das auch entfernt ist. Ich würde generell auch immer dazu raten, dass das Fahrzeug nicht unbeaufsichtigt geladen wird. Das ist nicht immer möglich, das ist klar. Dennoch ist das eine Empfehlung meinerseits. Die Zerlegung vom Akku und vom Ladegerät ist selbstverständlich nicht gestattet, vor allen Dingen aus Sicherheitsgründen, führt zudem aber auch zum Erlischen der Garantie. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, können Sie uns immer diesbezüglich gerne kontaktieren. Dazu sollten Sie natürlich sowohl den Akku als auch das Ladegerät von Kindern fernhalten, einfach aus Sicherheitsgründen.
Das waren jetzt die allgemeinen Punkte und Sicherheitshinweise. Jetzt gehe ich nochmal auf individuelle Hinweise zu den Akkusystemen ein. Ich fange mit dem Bleigel-Akku an. Hier ist es sehr wichtig, dass Sie diesen nicht länger als 12 Stunden am Ladekabel lassen. Nach 12 Stunden sollten Sie wirklich den Ladevorgang beenden und das Ladegerät dann auch entfernen. Nach dem Gebrauch Ihres Fahrzeugs, das mit einem Bleigel-Akku verbaut ist, würde ich Sie bitten, Ihren Akku wieder aufzuladen. Sprich, Sie sollten, wenn möglich, nach jeder Fahrt Ihren Akku wieder aufladen, da Sie dadurch dann auch eben die Tiefenentladung vermeiden. Spätestens sollte der Akku jedoch nach 4 Wochen wieder aufgeladen werden, heißt, wenn die Winterpause einbricht und Ihr Fahrzeug länger stehen bleibt, dann sollten Sie allerspätestens nach 4 Wochen Ihren Akku wieder aufladen, um eben Schäden zu vermeiden. Danach stellen Sie dann bitte die Sicherung auf Off und dann nach 4 Wochen, sollte das weiterhin nicht benutzt werden, wieder aufladen. Wundern Sie sich bitte nicht, bei diesem Akkusystem wird die volle Akkukapazität erst nach 4 bis 5 Ladezyklen einpendeln, nur dass Sie das schon einmal wissen und dann nicht denken, der Akku sei defekt. Das ist einfach nur eine Eigenschaft des Akkus, dass da eben die volle Ladung eben erst nach 4 bis 5 Ladezyklen eintritt. Ich komme jetzt zum Lithium-Akku. Dieser sollte nicht länger als 8 Stunden am Ladegerät sein. Wie gesagt, nach 8 Stunden dann das Ladegerät hier entfernen. Auch hier ist es wichtig, diesen bei längerer Nichtbenutzung aufzuladen. Das muss aber nicht in so einem kurzen Zeitraum wie beim Bleigel-Akku geschehen. Hier reicht es, wenn Sie das nach 2 Monaten machen, dann auch wieder aufladen und die Sicherung dann auf Off stellen. Hier wäre nur zu empfehlen, wenn die Winterpause dann eintritt, dass Sie Ihren Akku oder Ihr Gerät nicht ganz vollgeladen in die Winterpause schicken, sondern bei so einer Akkuladung von ca. 50%. Dann können Sie den 2 Monate stehen lassen, spätestens, und dann sollten Sie diesen auch wieder aufladen. Zudem sollte man beim Lithium-Akku vor allem auf extrem hohe und extrem niedrige Temperaturen achten und diese vermeiden, da dadurch eben ein Leistungsabfall entstehen kann und der Lithium-Akku generell auf solche hohen und sehr niedrigen Temperaturen sehr empfindlich reagiert. Wie Sie wissen vom Lithium-Akku, ist dieser Akku entnehmbar. Deswegen würde ich Sie hier bitten, diesen sehr vorsichtig zu behandeln. Also vor starken Erschütterungen, diese sollten vermieden werden, schon gar nicht den Akku fallen lassen. Also darauf bitte achten. Generell sage ich nochmal abschließend dazu, dass beide Akkus benutzt werden wollen. Also Akkus sind nicht dafür da, dann wirklich lange stehen zu bleiben. Der Akku möchte auch gefahren werden, die Leistung möchte auch erbracht werden. Also nehmen Sie sich diese Tipps bitte zu Herzen. Das waren jetzt die wichtigsten Infos, Tipps und Hinweise rund um die Pflege der beiden Akkusysteme. Diese können Sie selbstverständlich auch in Ihrem Handbuch nachlesen. Da steht auch alles nochmal geschrieben. Jetzt bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie eingeschaltet haben. Wie gesagt, weitere Infos verlinke ich Ihnen gerne in der Infobox. Da finden Sie auch unsere Social Media Kanäle wie Instagram oder Facebook und natürlich auch unseren Online-Shop unter www.rolectro.de. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Tag und freue mich, wenn ich Sie am nächsten Dienstag natürlich wieder zu einem neuen Video begrüßen darf.